wird. Die ignorieren mich, das ist gut. Ah, dann werden wir schauen, wo die Tiefenwaldschanze ist. Natürlich ganz hier. Gehen wir zur Höhle des verlorenen Echos. Am besten machen wir es so. Darüber. Okay. Wow, hier sind doch einige unentdeckte Sachen. Viele Sachen. Ist das die Tiefenwaldschanze? Michael Tiefenwaldschanze. Nee, das ist was anderes. Das werde ich mir ansehen. Da ist nämlich ein Schrei drin. Immer diese Dreizacks sind Schreie. Volksküke. Mit List und Volksküke. Oh. Wieder Abgeschworene. Nee, das sind keine Abgeschworenen. Das sind Banditen. Ich hau daneben. Oh, da ist nicht sehr stark gewesen. Mensch, Farkas. Werde ich dort depp. Ich weiß nicht, was das ist. Manchmal rührt er sich einfach nicht. Lässt sich beschießen wie ein Anfänger. Wo ist denn der? Ah, da drüben. Wow. Ganz schöne Reichweite. Komm her. Hol dir deine Flammen ab. Oh Gott. Nein! Eure Schleichen hat. Shit. Das war wieder die Killcam, die mir den Kill versaut hat. Aber gut, es ist gut gegangen, ich beschwere mich nicht. Ich werde mich aber trotzdem schnell heilen. Ich werde mich schnell heilen. Was? Nix da. Nix passiert, Farkasch. Ich sage immer Wilkas, ich weiß auch nicht. Ah, da geht's rein. Da lassen wir uns nicht zweimal bitten. Da gibt's sicher eine saftige Belohnung. Hinter dieser Eisentür. Nein. Noch nicht. Macht euch bereit für den Kampf. Wieso? Da ist doch niemand. Siehst du jemanden? Ah ja. Ich höre Stimmen. Mensch, der gute Ohren. Ohren wie ein Luchs. Oh. Bin ich glatt auf eine Falle getreten. Oh. Das kam aber überraschend. Hey, du Bandit. Gib mir dein Gold. Und jetzt... Aus mit dem Bogen. Was? Aufgepasst, Bruder. Du Rindvieh. Einmal rührt er sich gar nicht. Wow, nach einem Hieb gehst du schon nieder. Heil ins Kreuz. Genug, ich ergebe. Jetzt hast du dich ergeben. Für immer. Und meine Stahlpfeile gibst du mir auch zurück. Da ist eine Falle. Achtung. Puh, das hätte weh getan. Das hätte richtig weh getan. Gustav, irgendwie rennen wir ja nicht wieder. Zweifacher Schaden, er hat mich immer noch gebissen. Ja. Sieht aus, als hätte er dir den Gefallen getan. Ich wollte diesen Schild eigentlich nicht nehmen. Kriegst ihn zurück. Du brauchst ihn sicher für ein Leben nach dem Tod. So wie die Terrakotta-Armee. Hast du jetzt einen bebänderten Schild?
zumindest diese Vögel. Schniebel deuten meistens darauf hin, dass da wohl ein Schrei ist. Glaube ich zumindest, weiß es nicht. Bloß eine Vermutung. Ist hier jemand? Nee. Ah, doch! Gleich zwei. Oh Gott. Das war Glück. Das war Glück. Wenn er mich noch einmal erwischt hätte, hätte ich wohl ins Gras gebissen. Was nehmen wir denn? Feuerblitz. Ach so, brauche ich ihn ja gar nicht mehr. Potzblitz! Du brauchst mal eine bessere Waffe. Die Lydia habe ich voll ausgerüstet, aber bei dir muss ich wieder von vorne anfangen. Adept, das schaffen wir. Oh. Mensch, den letzten Rest hätte er mir auch noch geben können hier. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Übermaß an Dieben. Nett. Bin ich schon aufgelevelt? Nee. Fehlt wieder ein kleines Stück. Wie immer ist es nur ein kleines Stück, das fehlt. Was haben wir hier? Ein geheimer Raum. Mit einer kräftigen Magikerflasche. Und eine fette Truhe mit einem Seelenstein. Okay. War jetzt nicht gerade der Überhammer, der geheime Raum, aber soll so geheim war er ja eigentlich nicht. Der Hebel ist ja nicht gerade zu übersehen. Wenn er noch ein wenig größer gewesen wäre, der Hebel, dann hätte nur ein Riese ihn bedienen können. Was? Ich bin überladen? Kann denn das sein? Ah! Oh. Hier zu dem Droger. Dem gebe ich dann alle meine Sachen. Hallo Droger. Du kriegst jetzt was von mir. Und zwar einen geschmeidigen alten Nordbogen. Oder? Nee, den kriege ich. Den behalte ich selbst. Du kriegst von mir einen Fußlappen. Und eine großgewebte Tunika. Das habe ich im Gefängnis getragen. Dann kriegst du den Helm der alten Götter. Das kriegst du nicht, das ist mir zu viel wert. Das wiederum ist auch was wert. Die Panzerhandschuhe. Jetzt muss ich mal schauen, ich habe die Schuppenarmschienen. Bögen bewirken um 25%. Und da haben wir nur 20%. Na, das ist ja eine einfache Rechnung. Pfui, Rüstung der alten Götter. Stiefel der alten Götter. Na, Schleichen. Schleichen kann ich auch ohne diese Stiefel. Was war das? Was? Gleich alle Flammen. Ich schieße nur mal kurz und alles geht in Flammen auf. Wenn das nur immer so einfach wäre. Hast du alle erledigt, Farkas? Brav. Braver Farkas. Stahlzweihänder. Wow, wie kommen denn die da zu einem Stahlzweihänder? Wahrscheinlich geklaut. Typisch. Hey, die haben es gar nicht so schlecht hier. Besser in der Wohnkaserne von Markart. Muss ich schon sagen. In der Wohnkaserne war es wirklich übel. Die sollten sich hier einquartieren. Jetzt ist hier
Sturmfreie Bude. Hab ich eh schon durchsucht, ich Depp. Ah, Zaubertränke. Auch kleine Heilung macht Mist. Schön gestapelte Teller. Dann wagen wir mal einen Blick über den Tellerrand hier. Wenn wir hier schon, ich weiß es nicht. Ich habe den Überblick verloren. Da ist nichts mehr. Mal sehen, ob hier ein Schatz auf uns wartet. Ah! Eine Falle. Den Armen hat es zerquetscht. Oh nein, natürlich ist der Farkas drauf geraten. Gut, ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Ich bin auch drauf getreten. Trotzdem hätte er sehen müssen, wie ich drauf bin. Hätte es vermeiden können. Aber nein. Oh. Ein Parcel. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Hund? Das habe ich noch selten gesehen. Bär? Schauen wir mal, was das ist. Die vier Totems von Volksküke. Okay, vielleicht ist da ein Hinweis versteckt. Alle vier sind wie wir an dies Land gebunden. Manche kauern versteckt, im Schatten verschwunden. Andere richten sich auf, blicken aus der Höhe herab. Zwar lebt keiner hier im heiligen Hügelgrab, doch um weiterzukommen, müsst ihr alle finden. Das erste fürchtet alle, das zweite fürchtet keins. Das dritte frisst, wenn es kann, am liebsten Nummer eins. Das vierte fürchtet das zweite, aber nur, wenn es allein. Die Reihenfolge ist wichtig, wenn ihr wollt, gehen heim. Ich bin nicht sehr gut in diesen Rätseln. Hilf mir, Farkas, hilf mir. Hier ist ein Hund, ein Wolf. Wartet mal. Ja, in welcher Reihenfolge? Verstehe es nicht. Die richtige Reihenfolge. Ah, schauen wir nochmal. Das erste fürchtet alle, das zweite fürchtet keins. Das dritte frisst, was es kann, am liebsten Nummer eins. Das erste fürchtet alle, also das Tier selbst fürchtet, oder es fürchtet. Alle anderen fürchten das Tier, oder das Tier fürchtet. Kompliziert. Das vierte fürchtet das zweite, aber nur, wenn es allein. Das dritte frisst, was es kann, am liebsten Nummer eins. Okay. Was ist denn das hier? Ein Skewer? Skewer? Bär? Wolf? Schlange? Aha. Fuchs? Da ist was aufgegangen. Ah. Ein Droger. Was haben wir hier? Ein Bären. Das fürchtet wohl keins, oder? Bär ist das stärkste Vieh. Oh. Da war auch mal was drin. Ah! Mensch, was fliegt denn hier rum? Hier geht alles drunter und drüber. Ah! Verdammt! Eisenpanzerhandschuhe. Pass auf, wo du hintrittst, Mensch. Was haben wir hier? Wolf. Ah. Noch ein Droger. Auch nicht der stärkste. Die
Schlange. Was macht die? Nix. Aber da brennt jetzt was oben, siehst du? Die Reihenfolge ist wichtig. Schlange. Skiver. Ein Wicht. Das ist mal ein bisschen stärker. Und er steht schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Gott. Ist der doof. Wow, goldene Diamantenhalskette. Nicht schlecht, was diese Droger heutzutage alles dabei haben. Gold. Also das war wohl nix. Schlange. Vielleicht muss man mit der Schlange anfangen. Das ist schon mal richtig. Das zweite fürchtet keins. Dann der Bär. Jawohl. Lass mich raus hier. Liegt denn hier noch die Eisenrüstung? Das ist soweit richtig. Und dann kommt der Wolf. Falsch! Shit. Also nochmal. Schlange. Ah. Sorry. Schlange. Bär. Dann müsste der Fuchs kommen. Ja. Und zum Schluss der Wolf. Genau so ist es. Jawohl. Es wird Licht. Die Tür geht auf. Perfekt. Perfekt. Und die haben ja sogar eine Schatztruhe.